morgen. Heute mache ich das mal, bevor Heidi ja, rumturmt. Das finde ich sehr wertschätzend von dir. 10.20 Uhr. 10.20 Uhr in Deutschland, in Tegel. Ja. Wir starten den Mut. So. Wir liegen in Tegel, 24-Stunden-Anleger. Ja, logisch, da wo wir gestern aufgehört haben, machen heute nur einen 2-Stunden-Hopser rund ums Eck bis zur Havelbaude. Ne? Naja, ein bisschen länger dauert schon. Gut, ohne Schleuse. Wir müssen ja nicht hetzen. Nee, wir haben Zeit. Und es ist lauter Schönwetter angesagt für die nächsten Tage, also wollen wir das genießen. Ja, Tegeler See fahren wir andersrum raus als gestern. Jetzt am nördlichen Ende lang. Rund um das Internat, wie heißt das, Scharfenberg, ne? Ja. Richtig. Wow. Und jetzt fahren wir einfach erstmal los. Nachdem wir hier gestern ohne Bugstrahl 2 vergebliche Anläufe in den Hafen hatten, weil der Wind mir da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Erst war er, dann war er nicht, dann war er von der anderen Seite. Bin ich dann brutal mit Bugstrahl hier rein. Und jetzt fahren wir ja ganz gemütlich raus. So. Vielleicht auch wieder mit Bugstrahl? Wir gucken. Also. Plan B ist immer Bugstrahl und wenn es nicht anders geht, kommt's. So, lässt du die Kamera jetzt laufen? Ich lasse die jetzt einfach laufen. Ja, lass die Kamera laufen. Ach, Gott, so sicher. Richtig? Nee. Du sagst erstmal Backbord Defender reinholen, dann die Steuerbord die Vorleine und dann auch noch Backbord reinholen. Ist er wieder der Wind? Ja. Das ist der Plan B, gerade hier. Hier ist jetzt nur noch die letzte Leine hing. Kam auch prompt der Wind wieder weg. Also war er weg, kam von der anderen Seite. Jetzt kommt er auf einmal von da. Ja. Irgendwas vibriert. Der Tisch. Da war auch die Kaffeekanne. So, auf ihn. So, in Tegeler See fahren wir jetzt bergunter. Deshalb lassen wir den Grünen am Backbord. Und wenn wir nachher in die Havel reinfahren, ist ja nicht lang, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann fahren wir die Havel berghoch. Und von da ab dann wirklich nur noch berghoch, bis wir zu Hause sind. Thank you.
ich dann mal sicherstellen kann. Direkt voraus ist Strandbad Tegel, nicht mehr in Betrieb, unseres Wissens, und sieht doch so aus, hätten sie da einen Zaun am Strand. Und links davon sehen wir jetzt die Durchfahrt, da wo der kleine Blaue rauskommt, zur Insel Scharfenberg, auf dem Internat ist mit Fähre, Internatsfähre. Die Fähre kreuzen wir jetzt gleich in der schmalen Durchfahrt ab. So, jetzt haben wir einen ganzen Tegeler See gebraucht, um den Ruderer hier einzuholen und zu überholen. Und da vorne kreuzt jetzt die Havel. Im Backbord sehen wir wieder das blau-weiße Häuschen von der Wasserschutzpolizei. Und wir fahren rechts die Havel berghoch, kommen dann ja, Richtung Algensee, in die, das hat Henningsdorfer Gewässer oder so. Ist jedenfalls alles Havel. Kurz hinter der Ecke haben wir denn, also wenn wir hier eingemündet sind, die Autofähre. Müssen wir wieder ein bisschen gucken. Und ein bisschen weiter treffen wir dann auf den Havelkanal, der Berlin umschifft. Da haben wir alles schon auf der Hinfahrt. Nur halt logischerweise auf der anderen Rechnung. So, die Fähre ist gerade von rechts nach links rüber, wird jetzt entladen, beladen und ich denke mal, da passen wir vorher noch durch. Oh, ein Satz mit X, das war wohl nix. Rechts liegt auch noch eine ab, die jetzt links rüber fährt. Insofern hatten wir gerade das Aufstoppmanöver. Hinter der Fähre fahren wir jetzt durch. Das ist eine freifahrende, da kann man dahinter durchfahren. Vorsicht ist geboten, wenn die Fährzeichen so eine Linie drunter haben. Dann sind das Fähren, die an Ketten fahren. Da muss man warten, bis sich die Kette hinterher abgesenkt hat. Sonst hat man viel Spaß mit dem Fährbetrieb, wenn sich die Schraube in der Kette verfängt. Kennen wir von der Donau. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo welche gibt an Kette oder Leine. Oder Seilfähren. Seilfähren gibt es ja. Gut, hinter der können wir jetzt jedenfalls durch. Jetzt am Ende der oberen Havel angekommen, der Berliner oberen Havel, fahren in den Niederneuendorfer See
und am Ende vom Niederneuendorfer See, da kommt schon der erste Frachter aus dem Oder-Havel-Tunnel, am Ende des Niederneuendorfer Sees geht es in den Oder-Havel-Kanal, da kommt dann von links der Havel-Kanal und rechts geht es in den Oder-Havel-Kanal. Dreieck hier, links Havelkanal, von hinten Havel, also da kommen wir geradezu Oder Havelkanal. Mögen die Tonnen ein bisschen verwirrend aussehen am Anfang, aber einfach dran denken, von hier aus kommt, fahren wir immer berghoch, das heißt grün bleibt an Steuerbord und rot an Backbord. Und ja, wenn man sich unsicher ist, sollte man sich das vorher mal genau auf der Karte angucken, wo man hier langfährt und wie der Tonnenstrich ist. So, wir hatten ja gerade gesagt, wir fahren berghoch, alles was rot ist, bleibt an Backbord, alles grün an Steuerbord. Das stimmt hier natürlich nur bedingt, denn wir haben hier, muss mal gucken, ob ich die hier aufkriege. Ich hoffe mal, die ist nachher zu sehen. Wir haben hier die rot-grüne Fahrwassertrennungstonne. Das ist unsere rote. Falsch. Doch. Die grüne dahinter ist eine grüne vom Havelkanal, kommt also von links, die fahren hier unten hoch. Die rot-grüne ist die Fahrwassertrennungstonne, da kommt gleich noch eine. Wir haben sie hier doppelt und die rote hier vorne ist unsere rote an Backbord. Und die ganz rechte rote da hinten ist dann schon die erste rote vom Oder-Havelkanal. Also wie gesagt, wer sich hier unsicher ist, einmal in Ruhe auf der Karte angucken, dann kommt man hier klar. Der Oder-Havel-Kanal hat uns zurück und damit keiner glaubt, dass ich immer nur steuere, sieht man hier auch mal Heidi am Steuer, das macht die nämlich durchaus immer wieder. Ist nur nicht so oft auf dem Bild. Ja, das macht sie ja nicht. Heidi ist schon oft auf dem Bild, nur nicht am Steuer. Macht auch an unserer Backbordseite haben wir jetzt die Marina Anleger, was auch immer, Stadthafen Henningsdorf. Wäre eigentlich eine Alternative gewesen zum 24-Stunden-Anleger. Waren wir noch nie, immer nur vorbeigefahren, ist aber eigentlich günstig gelegen. Direkt hinter Berlin. Von hier aus geht es dann schnell die Havel hoch. Sieht auch ganz nett aus, man sieht aber nicht so genau, ob es hier so was wie Hafenkneipe gibt oder ähnlich wichtige Infrastruktur. Und scheint ziemlich groß zu sein.
hier vorne hinterm Eck, hinter dem Baum, ist schon die Marina Hafelbaude. Da hat gerade einer abgelegt, wahrscheinlich vom Tanken. Wir gucken, dass wir einen Hafenmeister gleich erwischen hier unten und der uns sagen kann, wo wir genau hin sollen. Ansonsten müssten wir gucken, ob wir vorne am Linksanleger irgendwo was haben. Bitte was? Die hängen alle hoch wegen der Anlegerei gestern. Wir hätten an dem zweiten Lenksteg direkt Platz. Zwischen den beiden, die da liegen. Die werden alle hochhängen, ne? Ist hier jemand irgendwo? Nee. Ja, aber dann fahren wir mal an dem hier vorbei und gucken, dass wir inzwischen die beiden da drüben legen können. Weil das hier ist ja der Service-Steg. Du, wenn wir Glück haben, können wir da liegen bleiben, wo wir einen Platz finden. Dazwischen ist die Einfahrt, hinten. Wir würden gerne über Nacht bleiben. Ja. Moment, drinnen oder draußen? Draußen. Alles klar. Ja, kommt hin. Er wird es probieren. Wen sehe ich? Gut, den brauchen wir nur nicht in der Schraube und dem Bugstrahl. Ich hab meine. Dann schlenker ihn da hinten noch rüber. Die Fender hängen jetzt ein bisschen hoch.
So, war jetzt noch mal ein Poller nach vorne ziehen. 12:30 Uhr, wir sind in der Havelbaude. Ja. So, der Hafenmeister hat sich umentschieden. Wir müssen ein Stückchen zurück an den Servicesteg ans Ende. Da, wo heute die Kreissäge in Betrieb ist, da bauen sie die Sanitärgebäude neu hier. Wir haben einen neuen Liegeplatz. Ich schwenke hier gleich mal rum. Ja, der liegt ein bisschen mitten in der Arbeit, damit wir mal wieder mitkriegen, was Arbeiten heißt, nehme ich mal an. Wenn die Leute da fertig sind, heute Abend gehen wir mal rum. Das sieht ganz schnuckelig aus, was die hier bauen, auch wenn es sich gerade ein bisschen übel anhört für uns. Die bauen hier ein Schiff hin als neues Hafenmeisterbüro und neue Sanitäranlagen. Ja, Zentrale könnte man sagen. Das wird schon ein bisschen größer hier. Sieht gut aus, zeigen wir euch heute Abend nochmal. Das neue Sanitärgebäude und wahrscheinlich auch Hafenmeistergebäude hier mag in der Havelbaude. Das Ding wird ein Schiff. Ich laufe hier mal wackelnd dran vorbei. Ich finde das pfiffig, was die hier bauen.